Kanzler, schnelle Nummer. Heute gibt es ein wunderbares Fischfilet. Wir haben Rotbarsch und den machen wir so ein bisschen Hamburger Pannfisch-Style. Das heißt mit Bratkartoffeln und Senfsoße. Das alles aber in einer Pfanne nur. Hier jetzt festkochende Kartoffeln schälen, dünn schneiden, dann in eine Pfanne geben mit ein bisschen Pflanzenöl, zum Beispiel Rapsöl. In ca. 2-3 Minuten erstmal roh sind die wohl allerdings, wohlgemerkt, braten. Den Fisch mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen. Jetzt pass auf, so sehen die Kartoffeln jetzt aus. Bisschen zur Seite schieben. In die gleichen Pfanne jetzt den Fisch einlegen und weiter braten. Nach ca. 2 Minuten jetzt die Zwiebeln auf die Kartoffeln geben. Bisschen vermengen. Fisch drehen, weiter geht's. Das sieht gut aus. Jetzt kommt der Senf in die Pfanne. Guck mal hier. Und wird direkt in der Pfanne verrührt. Die schnellste Senfsoße der Welt. Jetzt hier, guck mal. Oh, Schluck Weißwein oben drauf. Und den lässt man jetzt erstmal verkochen. Und wenn das so aussieht, ist perfekt eingekocht. Jetzt kommt hier. Yeah. Ein ordentlicher Schuss Sahne. Noch einmal kräftig durchkochen. Dann noch Blattpetersilie dazu. Da wird angerichtet. Geil. Guck mal, so sieht das dann aus. Natürlich haben wir auch Salz und Pfeffer benutzt. Geil. Hier ist die Einkaufsliste für 2 Personen. 300 Gramm Fischfilet ohne Haut. Möglichst Weißfisch, wie zum Beispiel Rotbarsch, haben wir es benutzt. Kabeljau, Dorsch geht natürlich auch. 4 Kartoffeln, festkochende wohlgemerkt. Eine halbe Zwiebel, 2 Esslöffel Senf, 1 Schuss Sahne, 1 Schuss Weißwein, Salz, Pfeffer. Und ich freue mich, wenn ihr es kommentiert und den YouTube-Channel abonniert. Guten Appetit.